Hallo zusammen, wir stehen vor unserem Kastenwagen. Ja. Das heißt, heute soll endlich mal die Roomtour gemacht werden vom Kastenwagen, die wir euch so lang versprochen haben. Und einige haben auch schon nachgefragt, wann kommt denn die Roomtour endlich? So, heute wird es gemacht. Das Fahrzeug haben wir jetzt seit November. Jetzt geht der August haben wir noch nicht, aber dann werden wir vielleicht auch schon wieder unterwegs, naja, das wird sich noch zeigen, aber jetzt April neigt sich dem Ende zu. Wir gehen ja hin und wieder mal einkaufen mit dem Fahrzeug, so ist ja nicht. Ja, weil wie gesagt, soll der Kastenwagen ja als Alltagsfahrzeug dienen, soll also unser jetziges Fahrzeug ersetzen. Ich bin erfolgreich mitgefahren. Ich bin auch schon mal selber gefahren. Zum Kaufladen fahren hätte ich auch nicht das Problem, weil die Parkplätze eigentlich überall groß sind. Stellen wir das nur eher schwierig vor, so Innerstadtparkplätze bei Arzt und Co. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Ich schmeiß dich raus. Für mich. Also das ist ja noch in Testphase. Ich fahre hin und schmeiß dich raus. In Testphase. Wir haben unser Alltagsfahrzeug auf die Seite mal gestellt, damit er nicht mehr genutzt wird, um zu testen, ob das jetzt alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber gut, anderes Thema. Heute soll ja mal die Roomtour. Ich würde sagen, wir laufen einmal ums Fahrzeug und dann nehmen wir euch mal mit rein. So, von vorne gibt es jetzt nicht so, oder, ja, so viel zu sagen. Von außen auch nicht. Erstmal die Markise oben von Thule mit Regenrinne und einer LED-Beleuchtung über der Türe. Ist auch ganz nett. Und ja, die Einstiegsstufe von Thule, die elektrische. Ist auch ganz praktisch, wobei man sagen muss, der Einstieg ist gar nicht hoch, also man kommt da locker auch ohne ganz gut rein. Ne? Ja, aber gut. Ist ganz nett. Da braucht man ja auch nicht viel zu sagen, weil das ist ja Kastenwagen. Haben die ja alle, fast ja. Dann haben wir auf normale Stahlfelge. 16er. Ja, keine Alufelgen. Wasser. War mir jetzt auch nicht wichtig. Nee. Zum Wasser befüllen haben wir hier. Hinten wäre eigentlich ein Fahrradträger dran, den haben wir jetzt erstmal weggemacht, weil der ja für E-Bikes nicht unbedingt. Nee, soll angeblich die Töne tragen, ja. Ja, da müssen wir uns nochmal genau mit befassen. Außerdem haben wir das im Winter eh nicht braucht. Ja, haben wir so oder so jetzt auch nicht braucht. Deswegen haben wir ja die andere Kupplung anmachen lassen. Dass wir da den Fahrradträger drauf machen. Genau. Dann haben wir auf der anderen Seite. Da seht ihr auch schon mal, wo das Bad drin angebracht ist. Nämlich hier ist die Toilette und das Badfenster. Bisschen dreckig ist er noch. Ja. Strom. Was ist das hier von der Troma? Von der Troma der Kamin. Auspuff. Ja, überall dieser Blütenstaub, weil du hast ja erst diese Woche einmal abgespült, ne? Aber alles voller Blütenstaub. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Oh, hier ist kuschelig warm hier drin. Gut, dann sind wir jetzt im Kastenwagen. Mal ganz vorne an. Gibt es nicht so arg viel, beziehungsweise ja, Fiat Ducato kennt ihr eigentlich alle. Welche Besonderheit groß hat er nicht? 150 PS. Das ist 2,3 Liter mit 150 PS, ja. Mit Schaltgetriebe, Navigation und Rückfahrkamera, wobei jetzt gerade ein anderes Navi drin ist, weil das ursprünglich, also unser Navi ist kaputt. Das wurde jetzt eingeschickt. Die von der Werkstatt haben das eingeschickt und haben also als Ersatz dieses Blaupunkt reingemacht, weil das wird wahrscheinlich durch das ganze Corona jetzt alles ein bisschen länger dauern. Gut, das andere war ja auch ein Blaupunkt. Ja, wahrscheinlich werden wir es sowieso gar nicht brauchen. Wahrscheinlich können wir sowieso erst wieder los, wenn unser eigenes wieder da ist. Ja. Ja, da unten ist noch Getränkehalter dran. Sonst gibt es hier vorne nicht arg viel. Zweimal die 12 Volt da. Ja, genau. Das haben wir USB. Noch USB, ja. Dann sitzen wir hier am Essbereich. Also hier kann man auch ganz gut sitzen. Dann hat man hier noch am Esstisch. Dann kann man den Tisch noch etwas größer machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie. Ja, wie war das? Du musst den unten rausziehen. Ach, hier.
Vorne, ah ja, genau. Dann seht ihr schon mal. Dann kann man hier noch ein Tischchen rausschwenken. Dann wechsle ich mal den Platz. Und somit könnte man hier auch ganz gut sitzen. Ich weiß gar nicht, kann man hier noch, ah ja, siehst du, hier kann man noch ein bisschen weiter vorrücken. Dann kann man hier super sitzen und super essen. Also mit 4 Personen könnte man hier dann gut essen. Wir haben uns ja extra für so ein Wohnmobil entschieden, mit dem breiteren Tisch. Ja, genau, weil ganz viele hatten so einen schmalen Tisch. Und wir brauchen ein bisschen Arbeitsfläche. Also. Und wenn wir hier drin arbeiten und 2 Laptops, dann wird es echt eng. Darum haben wir gesagt, Kat, nee, lieber ein bisschen breiteren Tisch. Ja. Ja. Der lässt sich dann auch noch weiter nach vorne verschieben. Das geht wie? Ach so, einfach anheben, gell? Nee, einfach ziehen, einfach schieben. Einfach schieben, okay, einfach schieben. Ja. Unten drunter ist auch noch eine Leiste. Ja. Da könnte man den Tisch, kann man hier oben ganz einfach abmachen, kann man unten einhängen. So breit wie der Tisch ist, gibt es dann noch ein Zusatzpolster. Und dann kann man hier noch eine kleine Liegefläche machen. Unsere Tochter hat ja auch schon mal drauf geschlafen. Das Tischbein kann man dann halbieren. Dann liegt das. Genau, dieses hier, ne? Genau. So ist es eigentlich auch ganz praktisch. Dann haben wir über der Sitzgruppe, beziehungsweise da oben, im Fahrerhaus haben wir hier noch eine Ablage, eine Klappe. Die Klappe ist super praktisch, da passt auch einiges rein. Aber natürlich muss man ja gut aufpassen, wenn man es nicht gewohnt ist. Und so wie mir jetzt vom voll integrierten Karthago jetzt zum Kastenwagen, da muss man schon aufpassen, dass man dran denkt, wo man gerade ist, weil sonst haut man sich da mächtig den Kopf an. Das passiert das mir ja immer. Kann richtig wehtun, ja. Also das bedarf noch ein bisschen Übung. Ne? Aber sonst finde ich dieses Fach da oben echt praktisch. Dieses Staufach. Dann haben wir hier 2 Leseleuchten. Oh, geht gar nicht an. Ich kann Strom anhaben. Müssen wir erstmal den Strom anmachen. Geht auch nicht. Dauert noch. Tada! Tada, funktioniert. Hoppala. Siehst du, da haben wir schon. Das war jetzt die Stufe. Eieiei. Ach, was ich auch noch. Wir haben noch diese Remi-Verdunklung. Die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Dann kann man hier einmal ringsrum und hier in der Mitte zusammen. Ja. Das ist ganz praktisch und auch schnell gemacht. Finde ich dann hier. Drüber haben wir 2 Schränke, 2 Staufächer. Hier seht ihr wieder unsere ganzen Körbchen. Wie heißt die? Meori. Ja, da habe ich ja im letzten Video kam ganz viel positive Resonanz auf unsere Körbchen. Die gibt es ja, die großen und die kleinen Körbchen. Ich verlinke es auch noch mal drunter, wenn es interessiert. So, wechseln wir mal die Seiten. Hier habe ich auch noch so ein Körbchen ran gemacht jetzt erstmal, weil wir haben heute schon die ersten Arbeiten hier drin gemacht. Mein Mann hat schon mal eine USB-Steckdose, eine doppelte ist das, ne? Mhm. Angebracht, weil wenn unsere Tochter mitfährt, dann braucht die Strom. Und dann kann die hier Handy laden. Wie war das wieder mit dem 80%? Genau, ich habe hier nochmal so einen Zauberhaken hingemacht. Also die verlinke ich auch nochmal. Es gibt so ein ganzes Set und die sind wirklich praktisch, weil die kann man rückstandslos wieder abmachen. Und somit habe ich da das hier eingehakt wieder und dann ist das hier fest. Müssen wir dann wieder machen. Da kommen ja auch keine schweren Sachen rein, die durch die Gegend fliegen. Da haben wir jetzt die Fernbedienung mal drin. Schlüssel und das Handy kann man da noch reinmachen. Das ist dann ganz praktisch. Drüber seht ihr den Fernseher. Da muss ich selber bewegen, muss man glaube reindrücken. Genau. Der Halter war schon drin. Der Halter war drin, den Fernseher hatten wir noch. Den haben wir selber eingebaut. Der ein ganz normaler handelsüblicher. Ja. Bei kann ich auch mal verlinken, der Fernseher ist in Ordnung, gell? Ja. Einfach wieder reinschieben. Ja. So. Achso, den kann man auch in die andere Richtung schwenken. Muss auch weiter raus. Muss auch weiter raus. Und somit könnte man dann auch von hinten, vom Schlafbereich, kann man das schon mal so umdrehen, da seht ihr das. Ja. So weit geht's raus, dann geht's genau. Dann kann man hier hinten auch gucken. Genau.
Ach, noch was zum Radio, möchte ich sagen. Wir haben im Schlafbereich 2 Lautsprecher und das Radio kann man von hinten mit Fernbedienung bedienen. Finde ich auch ganz nett gelöst bei Hobby. Stimmt's? Mit dem Blaupunktradio. Ja. Mit dem Blaupunktradio, ja. Kann man es außen einschalten, ja. Was wir jetzt nachrüsten lassen haben, war eine Altensat-Anlage. Genau, also das ist hier. Das ist eine dunkle Sat-Anlage, eine Anthrazitfarbe. Ne? Wir fanden, dass es besser passt für einen Kastenwagen. Zu dem schwarzen Kastenwagen. Hier ist auch nochmal ein Lichtchen an. Hier ganz normal die Dunkelung und Fliegengitter. Von unten nach oben. Fliegengitter von oben nach unten. So sieht's aus. Dann haben wir hier unterm Tisch noch ein Staufach. Momentan nicht so arg viel drin. Für Schuhe. Genau. Wenn wir schon hier unten sind 2 Ausströmer von der Truma. Also da kriegt man auch ganz schnell warme Füße. Und hier hinten gibt es noch eine 230 Volt Steckdose. Da hinten wäre auch die Schiene an der Wand. Genau, um den nach unten zu lassen. Und hier unten haben wir noch eine Klappe. Was ist das hier? Sicherung, Einspeisung, Landstrom. Keine Ahnung. Und das hier ist? Das sind die Gashähne. Ja. Und da unten ist der Frostwächter für die Truma. Ja, ich habe gerade echt überlegt, warum sind da nur 2? Ja klar, weil der Kühlschrank hat ja, braucht ja kein Gas, der geht ja nur auf Strom. Ja. So sieht's aus. Und wenn wir schon hier unten sind, dann kann man das auch noch kurz zeigen. Man kann hier das raus einfach ziehen, dann hat man hier ein bisschen eine Verbreiterung. Genau. Dann kann man sich hier ein bisschen besser reinlümmeln. Oder wenn man fährt. Ja, wenn zu 2 sitzen. Ich weiß nicht, ob das auch für während der Fahrt geeignet ist. Das glaube ich nicht, weil das rutscht dann. Oder das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das erlaubt ist. Bei uns sitzt da aber während der Fahrt eh nur einer. Oder eine. Eine. Das Polster kommt damit. So. Ja, das ist dann so eine. Schauen wir hierher. Es gibt dann hier so eine Lücke dazwischen, wenn man das rausschiebt. So. Was ich hier auch gleich gemacht habe, das kann ich ja mal kurz zeigen. Das hat mich schon bei der ersten Fahrt genervt, wo ich da saß, dass das Polster immer wegrutscht. Ist immer nach vorne wegrutscht. Ich habe mir da jetzt so Klettdinger hingemacht. Ob das jetzt auf Dauer das Beste ist, aber momentan passt das ganz gut. Und somit rutschen die Polster nämlich nicht mehr durch die Gegend. Also das Klett war jetzt schon mal nicht die schlechteste Lösung. Gehen wir mal auf die andere Seite. Mal mit Blick nach hinten, wo ich so anfing, oder ja, nach Kastenwagen zu gucken, war mir einfach wichtig. Ich wollte nicht, dass das alles so zugebaut ist. Und ich glaube, du fandest es auch ganz praktisch, ne? Solch im Schrank, ja. Ja, weil die meisten haben hier einen Hochschrank drin und dann versperrt es einfach die Sicht komplett nach hinten. Und außerdem ist es manchmal auch total schön, wenn man hier mal ein bisschen Ablagefläche hat. Und so arg viele habe ich nicht gefunden, vielleicht auch nicht in diesem Preisbereich. Wir haben ja ein gebrauchtes Wohnmobil erworben. Ja, und das fand ich das bei Hobby ganz schön mit dieser Ablage hier. Das gute Stück hat keinen Kühlschrank, was? Ja, normalerweise ist ja hier der Kühlschrank. Der steht unten drin. Sieht man doch, oder? Sieht man doch. Mann. Da ist ein Kleiderschrank drin. Eieiei. Wo hast du den Kühlschrank? Ist nur der Ausbau oder was? Ja. Da kommen wir noch dazu. Also hier haben wir ganz normal so ein kleines Spülbecken und doppelt 2 Flammen mit Piezozündung. Genau. So heißt es doch, ne? Hier habe ich schon wieder einen Zauberhaken hingemacht. Guck mal. Ich kann gut zaubern. Und dann haben wir hier ein kleines Fach. Ich habe da ein bisschen Müllbeutel, Kleinkram, was man brauchen kann drin. Da passen übrigens auch wieder. Diese Fallenboxen. Das ist bei uns fast eine Vermögensanlage, die ganzen Boxen. Haben wir noch welche? Ich glaube, jetzt sind sie alle weg. Echt? Alle weg? Ja. Grillschalen haben wir diese Woche draußen gegrillt. Die habe ich jetzt vorhin hier reingepackt. Wir haben nicht mal einen Grill hier im Wohnmobil. Das ist unser ganzes Geschirr drin. Hier unten sind noch Töpfe drin. Dann kommen wir mal zum Kühlschrank.
Das fand ich richtig cool. Und zwar hat der Hobby einen Kompressorkühlschrank. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hören kann, der gluckert ganz leicht, aber absolut nicht störend. Und nachts hat er eine Nachtabsenkung, dann haben wir gar nichts von gehört eigentlich. Ne? Tada! Wir haben gegrillt, da ist sogar noch Grillsach drin. Der ist nämlich an. Wir waren nämlich damit einkaufen, haben die Grillsachen gleich hier drin gelassen. Hier nochmal eins. Für die Milch. Und zwar passen hier, die Cola-Flaschen. Passen hier genau handelsüblich 1 Liter Flaschen rein. Also nicht alles, was größer ist wie 1 Liter, passt nicht mehr rein. Nee, nur wirklich 1 Liter. 1,5 geht auch nicht. 1,5 geht auch noch nicht. Wir wollten nämlich die hier reinstellen mit 1,25. Hat auch nicht gepasst. Aber der ist wirklich groß, da passt echt was rein. Das kriegt man gar nicht voll eigentlich. Moment, so. Man kann das auch richtig gut einräumen, da fällt auch nichts raus. Kann man hier noch rummachen. Und vor allem, der ist so schnell kalt, wenn der da fortfährt, in Urlaub oder Wochenendtrip, einschalten, zum Kaufladen fahren, dann ist das Ding schon kalt. Eine halbe Stunde warten ist es. Das ist so ratzfatz, das ist echt krass. Cool. Ja, und dann haben ja viele dann auch, wie gesagt, ja einen Autokühlschrank unten drin, da kommen wir aber auch irgendwie schlecht hin, finde ich jetzt. Und das finde ich wirklich praktisch. Was natürlich vorher könnte Nachteil sein von einem oder anderen, es gibt ja kein Gefrierfach. Nee. Das hat man durch die Bauweise jetzt nicht. Durch den halbhohen Schrank hier hat man hier schön Ablage, auch beim Kochen. Und das Ganze lässt sich dann nach vorne auch noch ein bisschen verlängern. Gut, da kann man sich so viel drauf abstellen, aber so zur Not. Das reicht. Das reicht. Bei schönem Wetter ist man meistens ja eh draußen und kocht auch draußen. Dann brauchen wir da nicht so Unmengen an Platz. Da drüber gibt es noch eine nette. Alle Lampen hier drin. Also die ganze Beleuchtung hier in dem Kastenwagen ist dimmbar. Stimmt, ja. Eigentlich ganz cool und auch also ganz einfach. Nein, bis auf. Die Leseleuchten nicht, das geht die schwer. Leseleuchten sind nicht dimmbar, ne. Aber alles eine andere Beleuchtung. Alles andere ist dimmbar. Selbst die Leseleuchte in der Ecke ist dimmbar. Da. Echt, wie geht es? Einschalten, du musst dann hier drauf drücken. Ach so, von hier aus da vorne durch. Dann kannst du einmal einstellen und bleibt das voll. Kann man dann da oben am Pendel einstellen. An dem Hobby-Bedienmanagement. Genau. Kommandozentrale. Kommandozentrale. Habe ich übrigens schon erwähnt, wie Hobby heißt. Das ist ein Hobby K65ES. Mit Erstzulassung Juni 2018, ja? Dann nehme ich euch mal mit ins Bad. Wir wollten bewusst kein Raumbad haben. Hier drin, also uns hat es einfach nicht so gefallen. Wir haben verschiedene angeschaut und das hier fanden wir ganz nett. Diese Schiebetüre sind ganz praktisch, weil die kann eigentlich immer offen bleiben, wenn jetzt keiner drin ist. Und so hatten wir hier einfach auch ein bisschen mehr Platz, um sich an- und auszuziehen, ja. Dann habe ich auch mehr Platz. So sieht's aus. Dann gehen wir da mal rein. Ach so, wie machen wir das jetzt? Es ist ja alles ein bisschen enger, ne? Wir haben hier. Moment, schau du erst einmal so. Ich bück mich mal. Ja. Wir haben hier eine Schiebetoilette. Das klingt aber doof, aber. Ja. Man muss ja dann den Hebel ziehen. Dann lässt sich die Toilette rausschieben. Und dann raschte die da vorne wunderbar ein. Ich sage das jetzt extra, weil das war von Anfang an leider nicht gegeben. Bei der ersten Benutzung, wenn man da drauf gesessen hat, Moment mal, dann fuhr die Toilette immer wieder hier rein. Also, es war eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Aber das gute Stück war es in der Werkstatt. Und ja, der Garantiemangel wurde dann auch behoben. Jetzt ist das alles wieder. Das schräg drauf? Ja, passt. Jetzt passt es wieder, jetzt wackelt da auch nichts mehr. Hier unten ist ein Klorollenhalter angebracht. Hier haben wir unser Chemiezusatz drauf. Hier unten ist noch mehr Platz, noch ein kleines Regal, da kann man noch Vorrat an Toilettenpapier drauflegen. Und genauso ist es beim Zurückschieben der Toilette wieder. Am Hebel einmal ziehen. Hebel. Und am Waschbecken ist der Hebel.
einmal ziehen und dann verschwindet das Ganze auch wieder. Rascht auch wieder hinten ein. Dann gehe ich mal rein. Kleines Waschbecken. Wenn man jetzt duschen möchte, dann Schlauch rausziehen. Mache ich jetzt nicht komplett. Und hier kann man die Klappe hoch machen, dass das ganze Wasser nicht alles auf die Toilette läuft. Ich meine, ein bisschen nass wird es hier drin, aber das ist nicht wirklich dramatisch, weil das ist ja alles Kunststoff. Da passiert nichts, ne? Und wenn man es als Nachteil sieht, gut, okay, es wird alles nass, aber was ich jetzt an Vorteil finde, wir haben ja kein Duschvorhang dran. Das heißt, es klebt auch nicht der Vorhang am Körper. Wir machen einfach die Türe hier zu und alles ist gut. Und ich kann den ganzen Platz hier nutzen, habe hier echt genügend Platz. Wir haben sie schon getestet, die Dusche. Funktioniert. Was ein bisschen schlecht geht, ist dieses Rein und Raus mit diesem Schlauch da. Also, wenn man den jetzt ganz rausgezogen hat, das ist ein bisschen blöd. Hier haben wir ein kleines Fenster. Oben gibt es leider keins. Das hätte ich jetzt vielleicht als sinnvoll. Nö, finde ich nicht. Nein? Nein. Warum? Du hast keinen Platz mehr für Solar. Ach so, das sehe ich dir mal. Hier ist ein kleines Spiegelschränkchen. Hier drüber. Wir könnten auch mal ein Licht anmachen. Da draußen gibt es nämlich Lichtschalter. Zeigst du mal? Es wäre Licht im Spiegelschrank. Ach, ist ein Zauberhaken. Hier auch ein kleines Schränkchen. Ja. Für Seife und so. Eigentlich ganz. Ja. Ist ausreichend für uns, ne? Für hier drin. Hoppala, so, der hat die Klappe wieder runtergegangen. Hier unten ist noch eine kleine Ablage. Hier ist noch ein Ausströmer von der Heizung, dass es schön kuschelig warm bleibt. Ja, den mache ich meistens zu beim Duschen, das ist mir zu warm. Hier unten gibt es zwei Abläufe von der Dusche. Der eine versteckt sich unter der Toilette gerade. Also dann läuft es auch gut ab. Einmal da, einmal da. Kontrolle, ist gut. Ja, ich habe gedacht, bevor ich euch jetzt was erzähle, was im Prospekt steht, messe ich das jetzt Ganze auch mal nach. Also wir haben hier die Einzelbetten. Auf dieser Seite ist es 1,93 lang und auf der anderen Seite 1,86. Mhm. In dem Modell, ja. Ich glaube, in den neueren Hobbys sind die wesentlich kürzer. Also da hatten wir nur noch echt Glück. Wir haben hier Ein Mittelstück. Wir haben gedacht, eigentlich haben wir schon ein bisschen vor, was zu optimieren hier drin. Aber damit ihr seht, wie es eigentlich im Originalzustand ist, haben wir gedacht, jetzt machen wir schnell noch unsere Roomtour, bevor alles anders aussieht. Bevor das ganze Ding ja umgebaut ist. Ja, also eigentlich ist die Matratze ja weiter drüben. So, dann ist hier das Zwischenstück dazwischen. Jetzt haben wir schon. Denn kommt da noch ein Brett dazwischen und das Lattenrost noch weiter rechts ist. Genau, das Lattenrost ist ja ganz hinten an der Wand, dann ist noch so ein Brett, so breit wie der Zwischenkeil, ja. Das liegt dann da dazwischen. Aber wir haben festgestellt, dass wir ganz schlecht das hochmachen können, weil es echt schwer ist. Wir haben jetzt die Matratze drauf, wir haben einen Topper drauf und dann noch Bettwäsche drauf ist, kann man alleine eigentlich gar nicht, dazu kriegt man kaum hoch und dann kommt man da unten auch nirgendwo ran. Weil da unten ist nämlich noch ein Schrank. Und wir möchten eigentlich auch dahin kommen, um das auch alles zu nutzen. Dann hat mein Mann sich überlegt, okay, wir machen das Gestell, also den Lattenrost ganz ran. Wir können jetzt das Zwischenstück hinten in die Ecke machen. So bleibt es aber nicht. Aber so bleibt es nicht. Aber da erzählen wir es noch nicht. Nee. Das verraten wir noch nicht. Also da werden noch ein paar Umbaumaßnahmen stattfinden. Später. Und alle Hobbyfahrer. Das Zwischenstück hier? Das Kissen ist das vorne vom Bett. Tisch vorne, ja. Für dieses Notbett, aber das ist wirklich nur für Kinder geeignet. Das ist zu kurz. Und man kann den Fahrersitz dann umdrehen, ja. Ganz nach. Also so. Dann noch ganz nach vorne schieben. Aber es ist trotzdem nur ein kurzes Bett, also für einen Erwachsenen geht es nicht. Das ist nur für Kinder gedacht. Dann haben wir hier einmal
ringsrum, Schränke. Ringsrum Schränke, also Staubfächer hat er genügend, hier hinten sowieso. Ach, hier sind noch ein paar leere Boxen, guck mal. Siehst du? Mensch. Du sagst, du hast keine Boxen. Das geht ja gar nicht. Damit man hier besser hochkommt, gibt es hier noch zwei Stufen. Aber auf die zweite steht man sich nicht drauf, da wären wir ja zu weit oben. Aber hier unten. Und die sind gleichzeitig auch Stauraum. Das geht relativ weit, ich bin im nächsten Tempos. Toilettenpapier gibt es hier auch. Also, Toilettenpapier. Falls es ausgeht. Hier gibt es noch Toilettenpapier. Hier gibt es noch Toilettenpapier. Ah, was noch zu erwähnen wäre, was ich richtig cool finde, hier hinten. Da ist das Bedienteil für die Truma. Dann kann man nämlich morgens, wenn man unterwegs ist und es ist arschkalt draußen, da muss man morgens nicht auslosen, wer aufsteht und die Heizung anmacht, sondern kann man sie einfach bequem im Bett einstellen und die Truma und den kleinen Raum hier wird ja so schnell warm. Ohne aufzustellen. Ja, das ist richtig cool. Ja. Da unten drunter sind die Lautsprecher. Kann man das sehen? Ja, das zeigen wir nachher von hinten. Und links und rechts sind nochmal die Laserleuchten. Auch dimmbar. Genau, die sind dimmbar. Die zwei Laserleuchten sind dimmbar, ja. Und aus einer Ambientebeleuchtung haben wir hier auch was. Kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen, oder? Hier gibt es noch die. Die ist auch dimmbar. Also Beleuchtung hat er gut. Mit Beleuchtung ist er gut ausgestattet, Hobby. Da kann man nicht meckern. Aber was natürlich wieder fehlt? Steckdosen. USB. USB. Also hier haben wir auch schon gedacht, hier wäre auch praktisch, wenn hier eine USB-Steckdose wäre. Ja, da lasse ich mir noch was einfallen. Da gibt es auch nochmal Licht. Licht. Was ist das hier? Das Licht. Geht nicht. Für was? Da. Ach, für hier oben. Okay. Für die da. Die ist auch dimmbar. Wenn du länger drauf drückst, wird es heller. Okay. Dann haben wir hier noch von Hobby das Bedienpanel, was auch sehr gut gemacht ist, finde ich auch sehr gut. Wasserstand. Oh, da ist sogar was drin. Ja, vom Putzen. Und genau, dann hat man hier die Möglichkeit, den Ton anzuschalten. Beim Befüllen ist das ganz interessant und wenn er dann voll ist, dann macht er einen Dauerton. Batteriezustandsanzeige, Heizung, dann kann man von hier aus auch die Heizung bedienen. Die ist jetzt auf, kann man sie einschalten, kann man das warme Wasser, ist 40 Grad. Man kann auch die Temperatur hier regeln, kann man auch einstellen. Also das, was man hinten kann, kann man hier auch machen. Kühlschrank. Hat verschiedene Stufen, haben wir es glaube ich auf 3 Grad gestellt, ja. Und das ist schon ziemlich kalt. Also es geht bis auf 5 hoch. Genau. Ja. Gut, jetzt haben wir ja noch nicht solche Außentemperaturen, dass man das jetzt. So. Dann können wir noch das Radio einschalten, dass man auch Radio hören kann. Man kann es auch mit der Fernbedienung wieder ausschalten. Also das man kann, dann können wir hier noch die ganze Lichtsteuerung. Und wie viele Lichter sind denn das? 2, 4, 6, 8? Ja, aber ein paar sind davon nicht. Ach, passt nicht. Nee. Okay. Was ist diese Diskette hier? Temperatur, das weiß ich auch nicht. Das ist, fehlt ja das Handbuch. Ach so, ja. Das Handbuch fehlt, da müssen wir nochmal nachhaken. Da kann man sich wahrscheinlich Beleuchtung einspeichern, was angehen soll, vermute ich mal. Vielleicht schreibt es mal, vielleicht verrät uns mal ein. Ja, vielleicht kennt sich jemand einen raus und schreibt es mal. Aber ich vermute mal, dass man sich hier Lichtmanagement speichern kann, wenn man hier drauf drückt, dass dann bestimmte Beleuchtung angeht oder ausgeht. Genau, das könnte sein. Genau. Informationen, Einstellungen, Datum, Außentemperatur. Hier kann man die Außentemperatur noch anpassen. Dementsprechend, wenn das nicht stimmen sollte, dann gibt es noch den Wecker. Echt? Ja. Und aus. Oh, hier ist aber. Puh, jetzt merken wir erstmal, wie warm es hier drin ist. Jetzt gehen wir mal raus. Was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, wir haben natürlich auch ein Fliegengitter.
so ist das. Ja. So ist das. Dann gehen wir mal nach hinten. Da haben wir gestern und heute schon die ersten Sachen geändert. Gebaut. Ist aber noch nicht ganz fertig. Ist noch nicht ganz fertig, aber was mir von Anfang an nicht gefallen hat, ist, dass alles durch die Gegend hier flog. Und dann hat mein Mann gestern so einen netten Ding da gebaut, so ein was für ein Regal, würde ich sagen. Wo die Campingstühle mal kurz schnell reinstellen kann. Ja, das ist nämlich ganz praktisch, kann ich da gut reinstellen. Und der Tisch passt auch noch rein. Zum Schutz von der Möbel haben wir solche Filzdinger dahinter gemacht. Und das Ganze steht nur drin, ist nicht verschraubt. Das heißt, man kann es einfach wieder rausziehen. Mhm. Wenn ich das mal kurz hochhalte hier, das sind die Latten, die sowieso schon drin waren. Also diese? Die drei. Diese Hölzer waren sowieso schon drin, mit dieser Auflage. Die liegen dann auf der anderen Seite auch, lagen auf der anderen Seite auch. Genau. Die lagen ja auch auf. Aber das habe ich jetzt mit dem Gestell verbunden. Das war nämlich immer blöd, dann hat man das Zwischenstück da rausgenommen. Das Zwischenstück ist hier. Und dann flogen die Dinger auch immer gleich davon. Aber jetzt ist das alles miteinander verschraubt. Das ist jetzt viel besser. Da sieht man schon, dass es einfach schwierig ist. Jetzt schauen wir noch, dass wir da Gasfedern einbauen. Wir haben jetzt mal zwei Gasfedern bestellt, um die eine Seite zu testen, ob das funktioniert. Und dann, wenn ihr das nämlich mal seht, da hinten. Du kriegst es gerade wirklich hoch, ne? Da hinten sind auch noch mal Fächer. Ja. Da kommt man aber gar nicht ran. Also man kommt auch von innen, man kommt schlecht ran, weil das einfach zu schwer ist. Ja. Man hat das Gefühl, es bricht auseinander. Es ist auch schon auseinandergebrochen. Ja. An einer Stelle, genau. Weil das Bettgestell, das Lattenrost, der Rahmen vom Lattenrost sich so verwindet, dass er hier schon gebrochen ist. Da habe ich ihn schon verstärkt. Also es ist. Ist noch verbesserungswürdig. Hier haben wir dann. Also das Gestell haben wir hierhin gemacht, auf die Seite, weil da ist kein Schrank mehr. Da drunter befindet sich der Wassertank. Dahinter. Und an den Wassertank kommt man hier ran. Und dann haben wir hier vorne noch einen Schränkel. Es geht trotzdem noch alles an. Versuchen wir mal dahin, kurz, dass man das sieht. Da hinten gibt es ja noch den Schrank. Ja, unten gibt es ja noch zwei große Schränke, die man echt gut gebrauchen könnte, wenn man dann rankommt. Wir könnten jetzt rankommen, wenn wir hier reinkrabbeln, das geht schon irgendwie, aber für Dinge, die man also wirklich täglich braucht oder so, die sollte man hier drin nicht verstauen. Wir hoffen ja, wenn wir es anders lösen können, mit unserem Lattenrost oder mit der Gasdruckfeder, dass man dann auch von hier innen besser an den Schrank besser rankommt. Wie gesagt, da sind wir ja jetzt noch dabei. Aber jetzt ist es schon mal besser wie vorher. Eine Halterung war keine dran für die Markise, haben wir hier ran gemacht. Und hier vorne. Gaskasten. Der übliche Gaskasten für zwei Gasflaschen. 11 Kilo. Mit Dual-Control. Und Gasfilter. Ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, das Fahrzeug haben wir ja gebraucht erworben. Was wir dann gleich machen lassen haben, war die Anhängerkupplung und die Dual-Control. Weil wir das einfach sinnvoll fanden, weil eine Anhängerkupplung aus dem Grund, wenn man es als Alltagsfahrzeug hat, da braucht man immer wieder mal einen Anhänger. Und ja, da wir auch einen Anhänger haben, ja. Wäre das nicht schlecht. Dann hat das Fahrzeug zwei Kameras. Einmal die nach unten schaut und eine die nach hinten schaut. Beide oben verbaut in der Bremsleuchte. Ja, und hier hinten, ja gut. Das Übliche. Mhm. Was wir da auch schon festgestellt haben jetzt. Wenn man da drin liegt, und wenn man drin schläft, da ist man ja mit dem Kopf hier und das wird wahrscheinlich nicht lang gut gehen, dann ist das kaputt. Das drückt mir irgendwie mit dem Kopfkissen immer rein. Und ich finde es sowieso schöner, wenn da ein Vorhang hinkommt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein paar Bilder schicken könntet, wie ihr es gelöst habt. Ich habe schon ganz oft gesehen, dass die Van-Fahrer hinten Vorhang angebracht haben. Vielleicht hier oben eine Schiene oder so. Und dann könnten wir so einen halbhohen Vorhang machen. Der nur bis hier geht. Ja, weil ich mir vorstelle, wenn ich damit auch wirklich einkaufen fahre und hinten immer aufmache, ich möchte nicht, dass mir das alle Leute auf mein Bett gucken. Das ist irgendwie, ja. Und dann könnte man innen nämlich auch einfach den Vorhang zumachen und dann muss man das nachts, kann man das nachts offen lassen. Und dann drückt man das nicht rein, schon ist es bald kaputt. Dann kommen wir zum Ende von unserer Rumtour. Wir haben es versucht,
das nicht so in die Länge zu ziehen und alles kurz und knapp. Das war kurz heute. Für unsere Verhältnisse. Schon wieder das Letzte. Für unsere Verhältnisse, ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten. Ja. Und das war's. Genau. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Wir bleiben zu Hause. Immer noch. Immer noch, ja. Abonniert unseren Kanal. Ganz wichtig, und die Glocke. Genau, und aktiviert die Glocke, die ist oben rechts. Haut einmal drauf, dann werdet ihr informiert. Also, ja. Ich hätte so fast noch einen schönen Sonntag gewünscht, aber unser Video, der ist fast vorbei. Und ich denke mal, dass unser Video morgen am Montag hochgeladen wird. Und ja, dann wünschen wir euch eine gute Woche. Ja, wünsche ich euch auch. Ciao. Ciao.